Magma wäre auch cool gewesen halt. Ah, fuck. Ich will doch nur hier raus. Du schon wieder. Dich kille ich eigentlich nur noch wegen der Erfahrung, weil du unglaublich viel davon hast. Yo. Fuck you. Komm, bash es nochmal. Kangama, es ist genau noch eins dieser seltenen Viecher. Ihr wollt irgendwie nur, dass ich mir diese ultra seltenen Dinger hole, wo hier irgendwo super scheiße zu fangen sind. Weißt du, eine Fangrate von 0,0002%, aber how about that? Schlimmes Killer Queen könnte Pyro wahrscheinlich jetzt im Alleingang machen. Im alleinigen Alleingang. Also seien wir ehrlich, Gobble hat gegen Pyro nichts zu melden. Also gar nichts zu melden. Mano. This sucks. This sucks, Monster Cock. Gut. Was soll so sein, ne? Ja, ein bisschen Geld haben wir wieder. Bälle brauche ich gerade nicht. Hypertranke könnte ich mal wieder ein paar gebrauchen. Und Beleber. Bin ich schon wieder pleite. Aber warte mal. Ich wechsle mal die Box gleich. Wenn wir schon mal dabei sind. Dass man manuell immer die Box wechseln muss, ne? Das ist... Ach ja. Nein. Ja. So. Das konnte man noch nicht sehen, wie voll das Ding ist. Ja, tschüss. Gott, wir haben im Grunde... Wie viele Viecher haben wir mittlerweile gefangen? Ach ja, das ist nur unsere Spielzeit. Wir haben 46. Gesehen, gefangen, gegessen. Who knows? Aus dem Weg. So. Wie machen wir das jetzt? Na klar, wir wollen natürlich so viel abgreifen, wie wir können. Also beantworten wir alles hier falsch. Bei Pokémon Quill, bei der richtigen Antwort öffnet sich die Tür. Im Verfall musst du kämpfen. Im Verfall weißt du, wieder Pokémon Kampf gegen Arenaleiter. Ist ja nicht so, als ob ich zurückgehen könnte und mich heilen. Nein. Wie, das ist falsch. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ernsthafter Trainer. Ja Mensch, es ist schön, dass du so ehrlich mit deiner Vergangenheit mit mir... Du bist immer noch ein Dieb. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber du bist immer noch ein Dieb. Zumindest steht's in deiner Akte. Mein Freund. Also ich kämpfe gerade lieber, weil ich dann einfach ein paar Erfahrungspunkte noch abgreifen kann. Das wäre für die Queen und Zui nochmal tatsächlich richtig gut. Unten Vulnona. Also wieder so ein dir auf den Schoß kotzender Hund. Wunderbar. Spül's weg. Das Schlimme ist, ich glaube... Na, was heißt hier schlimm? Das Coole ist, glaube ich, sogar hier gibt's eine Menge. Also richtig viele Trainer, gegen die ich bashen kann. So mal richtig schönes Training jetzt. Ich ergebe mich. Hahaha. Und so ist die Tür offen. Hä? Oh, warte, Pokémon weg. Ich kann auch so mit denen einfach schnacken. Okay, das geht natürlich auch. Warum er hier einfach rumkniet, ist mir sowieso ein Rätsel. Ja, richtig. Zeigt mir all diese Pokémon, die ich nicht haben kann.
Yo, Sharrow the Blader. Ich bewerf dich mit Suis Kindern. Auf, dass du den Arena-Leiter in so vielen Zügen vernichtest, wie er Pokémon hat. Du willst also, dass ich jedes dieser Viecher one-shotte? Das könnte schwierig werden. Das könnte schwierig werden, aber vielen, vielen Dank für die Bits. Weil ich weiß gerade nicht, was er hat, aber ich glaube, er hat sogar tatsächlich was, was mir Probleme bereiten könnte. Und wieder so ein Hund. Alter, das ist aber ein schneller, erbrechender Hund. So, geht tot. Volltreffer. Na, ich konnte ja hier nicht mal gewisse Viecher one-shotten. Also ich glaube, Pyro könnte da schon... Da kann ich sagen, ich bin Pokémon-Profi. Schön für dich. Ich lege mich trotzdem mit euch an. Das ist Erfahrung, ne? Bonita! Ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass Surfer alles one-shotten kann. Sui könnte eventuell, ne? Och, Glumanda, ne, wie süß. Rin hat hier nichts zu melden. Zunder hat hier nichts zu melden. Das ist das Problem. Ich würde ja Zunder zu gerne weiterleveln hier, aber... Das ist das Schwierige. Meine Steinattacken funktionieren auch noch gut, also von daher. Sui muss nur treffen. Och nö. Fang mir nicht mit dem Gejatze an jetzt. Come on. Get over it. Guter Stein. Gut, Rocky. Und Fukano. Ich wechsle aber wieder zurück. Auf Verwirrung habe ich keinen Bock. Da habe ich echt keinen Nerv drauf. Also muss ich gucken, dass ich nochmal den Vorher ins Pokémon Center gehe. Bevor ich hier, ne? You dead. Dann ist auch die Frage, wie machen wir Giovanni? Giovanni. Bevor ich Feuer-Pokémon... Wir sind hier in einem Feuer-Gym, natürlich benutzt du Feuer-Pokémon, you twat. Und du hast nur ein... Du hast ein Ponita. Du hast ein Pony. Babu, babu, babu. Der Soundeffekt von Surfer ist manchmal so merkwürdig. Oh, du bist mir ungefährlich. Oh no! Chris-Con, danke dir für das Vorlauen. Warum, Pyro? Okay, das ist schön. Also manchmal frage ich mich, warum ihr überhaupt Text habt, ne? Oh, that's a big pony. Ich schmeck die Erfahrungspunkte jetzt schon. Babu, babu, babu. Ja. Nicht mal das, den kann ich ja one-shotten. Deswegen glaube ich nicht, dass ich alles bei Pyro one-shotten kann. Auch wenn Killer Queen ja mittlerweile mächtig ist. So mächtig ist sie dann leider auch nicht. Ich war auf die Puppen-Arena. Diese mag ich am liebsten. Bin ganz ehrlich, also die Arena finde ich auch immer wieder cool. Einfach weil es eine Rätsel-Arena ist, wenn du es machen willst. Aber ich will Erfahrung, also von daher mach hier einfach alle eure Viecher platt. Wie wär's damit? Außerdem ist es perfektes Training für die Queen. Yeah! 47, nice. Alter, Killer Queen hat so viele AP einfach. Das ist schon nicht mehr feierlich. Und wie viel hat Sui? Nicht mal ansatzweise. Jesus. Mein Sui ist mächtig. Der Typ hat Verteidigung bis Kingdom Come, aber trotzdem. Du.
genau. Und noch einer und ich... Ja, da ist Pyro, der einen ganz merkwürdigen Sprite hat. Wirklich. Hat er mir gerade echt seine Schwäche verraten? Oder bist du derjenige, der hier mit Wasser-Pokémon antanzt? Nee, ich erwarte zu viel von euch. Ich merke schon. Wir versuchen mal, die Arena hier mit Dings zu one-shotten. How about that? Gobble könnte Giovanni machen. Das fällt mir jetzt mal so auf. Stimmt. Gobble kann das. Gobble kann tatsächlich in seinem Leben mal was erreichen. Erriechen, genau. Er genießt seinen Aufenthalt. Sniff. Take a good sniff. Raw as shit. Sonst warte mal, kann ich mir das nicht. Ich bin zu faul zurückzugehen. Ey, Pyro! Haha! Ich bin Pyro, der Arenaleiter zu den Oberinseln. Mein Feuerpokémon lassen die Räume Gegner in Flammen aufgehen. Du sollst schon mal Feuerheiler parat halten. Ja, sag mir gleich, ich soll einen fucking Feuerlöscher mitnehmen. Brrr. Ja gut, Fukano dürfte noch hinhauen. Fukano dürfte sogar tatsächlich noch... Ja, das Ding ist tot. Ponita höchstwahrscheinlich auch. Das Ding können wir auch noch... Ja, Level 40. Alter. Können wir auch drown. Drown that bitch. That's a dead pony. Galoppa, ja, das meine ich. That's a big pony. Wir können natürlich... Ja, ich glaube nicht, dass wir das in den Zügen schaffen. Na? Ja, nee. Und er setzt Heulein. Dass das Ding nicht schneller ist, wundert mich ja. Ich dachte, Galoppa ist so ultra schnell. Und Arcani. Ja. Okay, der Sprite sieht relativ nice aus. Ja! Hornbohrer! KO! Destroyed! Alter, mein Feuer ist erloschen. Mein Vulkanorden redlich verdient. Haha! Der Vulkanorden stellt die Spezialfähigkeit deiner Pokémon. Jetzt ist dieses Geschenk hier. Boah, geil. Ist Feuersturm. Feuerburger, diese Pokémon lernen. Du, Texo und Ponita sind dafür Nee, weißt du, ich kenne jemanden, der das tatsächlich gebrauchen kann. Firestorm. Killer Queen natürlich. Sui kann Feuersturm? Warum kann der Dude Feuersturm? Du bist ein Stein. Warum kann der Feuersturm? Alter, nö. Komm, fuck Glut. Glut ist shit. Feuersturm. Pikel Fonda. Okay, geil. Lass ich gelten, okay. Dafür war das dieser... Der Finisher war gut. Einfach sein Arcani an den Wänden verteilt. So einfach geht das. What the fuck? So, komm, let's take a shortcut. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich den nächsten... Ich müsste jetzt eigentlich die Folge beenden, aber fuck it. Ich mach das jetzt noch weiter. Ich zieh das weiter durch und schneid mir es wieder zusammen. Hat das letzte Mal auch gut funktioniert. Ja, der Pokémon ist wieder topfit. Fuck off, Cat. So, das heißt... Gobble könnte jetzt mal ein bisschen Arbeit machen. Ups. Monsterlord, da müsstest du mal gucken einfach. Das kann ich dir so leider nicht sagen. Müsstest du einfach mal ausprobieren. Aber eigentlich PayPal ist generell das Ding hier. Sag schnell.
So, Giovanni. Giovanni. Ich bin Karate-König, besiegt dein Schicksal. Karate-Kick. Oh, scheiße, nein. Er ist Karate-König. Wieso hast du Maschok? Ja, gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier Leute mit Maschok rumrennen. Gerade wenn es eigentlich genug... Boden-Pokémon gibt. Aber gut, du bist Karate-Lord. Schlug fehlt. Er kann sich nicht noch mehr konzentrieren. He cannot flex the muscles anymore. Ja, mein Gott, ich kann hier auch einfach mal Renmei hochleveln. Da habe ich auch kein Problem mit. Was anderes seid ihr Kreaturen aktuell nicht? Maschok. Another Maschok. Absoluter Schock. Ach komm schon, wirklich? Oh, aber erstmal ein X-Angriff. Oh ja, der Karate-Lord. Er hat gesprochen. Ich saug dir mal die letzten 2 HP raus, ja? Dankeschön. See you later. Oh yeah! Boah! Ah! Super. So, ich, sowas, ne? Ich meine, wir haben ja am Ende des Tages noch was vor. Ein Beleber. Ein Kleber. Mein Kleben. Stier zeichnet einen großen Kämpfer aus. Okay, das soll bedeuten, du hast jetzt nur Pokémon am Stiel, oder was? Oh shit. Ein Trainer. Woran erkennt man, dass du so unbedeutend bist, dass, ne? Du bist einfach nur Trainer. Okay, Gobble ist schneller. Da haben wir nicht gerechnet. Ja, aber jetzt sind sie nur Trainer. Ja, aber es sind nur Trainer. Und der hat auch eine Peitsche. Was soll mir das denn jetzt sagen? Wieso hat hier alles und jeder in der ersten Gen eine fucking Peitsche? Team Rocket hat eine Peitsche. Probably. Ich kann auch nur raten. Das ist meine Theorie langsam auch. Das ist das Schlimme an der Sache. Gobble ist sogar schneller als ein Sandama. Was ist denn hier los? Diktri. Okay, wenn das Ding... Wenn Gobble immer noch schneller ist, ne, dann verliere ich echt den Glauben. Wie? How is that thing... Sag mal, Gobble, was machst du? Meine Güte. Rasierblatt ging noch nie daneben, aber dann gleich 2-mal hintereinander. Aber wieder mit Crit. Wir gehen die Pokémon aus. Ja, vielleicht müsstest du sie ein bisschen mehr antreiben mit deiner Peitsche. Kampfschreiben und besiegen meine Kräfte. Nee, damit wirkst du wie ein absoluter Vollidiot. Aber ne, lass es dir gesagt sein, ist ja dein Problem, nicht meins. Schwarzgurt, wohl eher Schwachgurt. Ah. Ja, gut. Ja, gut. Es gibt echt hier kaum noch Gelegenheiten, wirklich Zunder zu trainieren. Das ist, geht mir echt irgendwo auf den Keks. Kappen! Und Meshuk. Ich könnte Renmei auch einfach Psychokinese beibringen, ja schon. Dann wäre das ein bisschen früher da. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, wenn sie Psychokinese hätte. Wieso hat das so gut wie gar nichts gemacht, obwohl es ein Crit war? Ach ja, nicht effektiv. You dead. Stell dir mal vor, er kommt an mit einem Kreideschrei. So einen unglaublich schrillen Sound, den keiner hören will. Jeder schlägt ihn einfach nur, wenn er in die Nähe kommt. Dompteur, ja gut, du bist ein Dompteur. Du hast wenigstens noch eine Ausrede, eine Peitsche zu haben.
Das akzeptiere ich ja noch. Nee, P-Teile habe ich nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal genügend Pokémon, um mir den zu holen. Immer noch nicht. Nice. That's what you get, you little asshole. Der Monster Lord, vielen Dank für den Sub. But that's what it takes to be infinite. Oh, I love this song. This song is so awesome. I love it. Ach du Scheiße. Ah, Bock, ah. Mann, Zunder tut mir leid. Das Problem ist, wo sollen wir Zunder noch unterbringen? Ich will ihn ja irgendwo unterbringen, nur ich weiß nicht wo. Das ist das Problem an der Sache. Aua. Ich würde sagen, magst du das lassen? Tauros. Oder mal was Neues. Zunder, I believe in you. Flashbang. Hauptsache erstmal das Akuma-Zeichen des Todes. Alter, kann mich das Ding auch mal angreifen? Meine Güte. Nee, ich hab den EP-Teiler nicht. Ich hab nicht genügend Pokémans. Du brauchst ja 50 Pokémon, um dir das Ding zu holen. Da habe ich bei weitem nicht genug. Wie viele Trainer gibt das hier? Karate ist die Königin des Kampfsports. Seit wann das denn? Wer das denn bestimmt? Ah, fuck. Da möchte ich sogar nicht mal wechseln eigentlich. Komm. Ich will das mal ausprobieren jetzt. Badet in Licht. Oh, badet in Licht. Radikal Beam! And it's dead. Alter. Gobbel, ich gebe das ja nur ungern zu, ne? Aber ist schon irgendwo ein bisschen awesome, was du da treibst. Ja, mit deiner langen Lotten, doch nun ist der Meister zurück. Oh, scheiße. Und natürlich hast du auch eine Peitsche. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mag ehrlich gesagt die neuen Pokémon-Editionen dafür, dass sie dir so schnell den EP-Teiler geben. Es ist so unglaublich nervig, diese Kreaturen hochzuleveln, einer nach dem anderen. In Gebieten, wo du nicht für sie leveln kannst. Bestes Beispiel ist aktuell Zunder. Ich wüsste nicht, wo ich mit ihm trainieren soll. Wo tatsächlich irgendwo was rumläuft, wo ne, halbwegs was bringt für ihn. Das ist das Problem an der Sache. Bei Phones liegt jetzt die Dings, die Siegerstraße. Und da kann er auch nicht so viel machen. Er kann ein bisschen was machen, aber auch nicht so viel. Boah, das Ding sieht so awesome aus in dem Sprite. Ja, gut. X-Angriff. Ich finde immer schön, wie er das erst benutzt und dann realisiert, dass er schon tot sei. Weil man hier 50 Pokémon zu fangen. Jesus Christ. Das ist ein Drittel aller Pokémon, die du hier fangen kannst. Und nicht mal alle, weil ja, ne? Gen-abhängig und so, ne? Alter Herz. Man verlangt schon einiges dafür, dass du hier einen EP-Teiler hier kriegst. Bis zu dem Punkt, wo er schon fast gar nicht mehr nützlich ist. Erstmal hochheilen besser. Mal alle hochheilen. Ich guck mal, wie weit ich mit Gobble an sich komme. Könnte ein bisschen schwierig werden. Aber ich glaube an Gobble. Ein bisschen. Aha, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen.
Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, diesmal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Der größte aller Trainer. Oh Mann, wie süß. Das Ding lebt nicht lange. Es ist aber... Oh scheiße, die Dinger sind höheres Level als ich. I feel I'm underleveled. Again. Okay, Rion ist kein Problem gewesen. Das gibt Erfahrung. Alter, das war mal ein Hornri. Eieiei. Route 21, auch als Hentai-Route bekannt. Jesus. Okay, das ist lower, das ist gut. Ist aber auch tot, gibt aber auch gute Erfahrung. Nidoqueen. Versuchen wir mal Rinmeimei. Wegen dem Gift-Aspekt. Ich glaube, das könnte gut funktionieren. Da die Geibim! Oh, scheiße. Das Ding ist 44 und kann nur kein Kratzer. Wirklich? Und Rutenschlag. Alter, was ist denn mit dir kaputt, Junge? Kratzer und Rutenschlag. Oh mein Gott. Diese Kreatur tut mir ja doch schon irgendwo leid. Und du? Tackle! Ein Crit, schön, gut. Alter, Nidoqueen mit Kratzer, Nidoking mit Tackle. Alter, get on my level. Rizeros, ja, das kann Gobble übernehmen, der schafft das. Alter, es sieht aus wie der aggressive Cousin von Barney, dem Dinosaurier. Alter Verwalter. Nimm dein Dino und verpiss dich. Okay. Ah, der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Wir nehmen den Erdorden und Zeichen meiner Anerkennung. Alter. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jährliches Level gehorchen. Das Geschenk beweist deines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gäbe es der Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit dem Pokémon-Liga-Abenteurer. Geofissur! Kann man ein Pokémon mit nur einem Treffer besiegen. Ich habe sie nur langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arena-Leiter war. Aber jetzt kündige ich fuck this shit. Ja Mensch, auf einmal sind wir cool, in die Arena zu dürfen. Also in die Liga. Wir sind ja nur massig unterlevelt, basically, aber... Ja, Mensch, wir müssen ja auch noch durch die Siedestraße, ne? Killer Queen hat Hornbohrer. Also, ich meine, das reicht doch schon. Macht schon eine groß genug Sauerei. Ich meine, wir können ja mal aus Jux gucken. Warte mal. Generell... Nein, sabbel mir nicht an. Ja, Geofissur, wer kann das von euch? Queen? Sui könnte das. Wir könnten Sui Geofissur beibringen. Wisst ihr was? Die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht. So gern ich ihn ja auch in die Luft sprenge, ne? Aber einfach jemanden in der Erdspalte fallen zu lassen, ist mir dann, glaube ich, doch ein bisschen cooler. So, dann wollen wir doch mal gucken, was haben wir noch hier? Psychokinese. Ja, komm, wir springen der Evolution mal ein bisschen voraus. Ich habe sowieso niemanden, wo ich das sonst beibringen würde. Und werden dann mal Blutsauger, würde ich sagen, los. Because fuck Blutsauger. Der Trash-Talk. Was haben wir noch? Ich habe ja Sachen immer aufgehoben. Psi-Welle. Ist Psi-Welle stärker als Psi-Strahl? Das weiß ich nicht. Döner. Wer von euch kann Döner? Gwen und Subkant.
Frage ist, kann Subkant das lernen oder... Oh, das ist immer diese Frage. Und Blizzard. Blizzard kann, glaube ich, nur Queen. Ja. Das ist die Frage. Was meint ihr? Wir können das dann gleich mal offscreen einmal... Ne? Können wir gleich offscreen einmal klären. Ich gebe nur einmal den Türschlüssel ab, weil den brauchen wir ja nicht mehr. Ist ja nur unnötig Platzverschwendung. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Schön, Leute.